So, meine lieben Freunde, nach kurzer Meditation, einigen Yoga-Übungen, Anrufen bei meinem Therapeuten, werde ich es jetzt nochmal probieren. Taktisch wird's, gib dir einen Fledermausbegleiter. Cool. Überraschungsgeschenk. Entdecker. Gesundheit. Ja, ja. Alles, was mir Gesundheit bringt, wird genommen. Dann werde ich die verwerten. Die behalte ich mir noch. Die Wolfsrüstung. Ach, der hat eine Kerze. So. Nachdem ich so kläglich versagt habe, was ist, wenn ich die Kürbisweiden, habe ich die schon? Redstone-Minen? Ah, Kakteenschlucht. Dann probiere ich mal die Kakteenschlucht. Was meint ihr? Standard? Schwierigkeitsgrad auswählen. Ach. Ich bin am leichtesten Schwierigkeitsgrad. Das heißt, auf in die Kakteenschlucht. Der Erzillager will mit Hilfe einer Macht, die tief in einem uralten und vergessenen Wüstentempel ruht, eine Armee aus Untoten beschwören. Diesen Tempel zu finden ist jedoch keine einfache Angelegenheit, denn der Zugang liegt versteckt in einer tiefen Schlucht, in der sich vergessene Geheimnisse, aber auch hinterlistige Kreaturen verbergen. Ich hoffe, die Dame hat nicht mich gemeint mit hinterlistiger Kreatur. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, jetzt geht's nämlich erst richtig los. Jetzt bin ich nämlich auf 180. Jetzt bin ich grantig, wie wir in Österreich sagen. Jetzt fließt gleich Blut. Und ich bemerke schon, auch die Monster verstecken sich vor mir. Liegt bestimmt an meiner Kerze auf meinem Helm und meiner Fledermaus, von der ich einiges erwarte. Nämlich Schaden, Schmerzen und Blut. Ich nenne ihn Karl. Karl macht Schaden, Karl macht Schaden. Ich bin begeistert, ich bin begeistert. Karl macht Schaden. Das lassen wir mal. Karl macht Schaden, das ist sehr gut. Karl, komm mir nach. Oh. So, ich bin begeistert. Karl? Vielleicht hilft mir Karl ja bei meiner unfassbaren Performance bei Endgegnern. Und ich schaue da nicht mehr so ganz traurig aus. Sorry. Bis jetzt noch alles im grünen Bereich. Karl, der gehört dir. Ja, es ist einfach. Sorry, Kuh.
Das war gut, jawoll. Ja. Ich dachte, ich habe die da hinten auch. Karl scheint mir aber eh unverwüstbar, weil warum sollte man den auch töten können? Einfach viel mehr mit diesen Artefakten arbeiten. Denke ich mir. Aber bis jetzt ist noch alles in Ordnung. Fantastisch. Vielleicht, wenn ich lebendig in mein Lager zurückkomme, vielleicht kriegt der Karl sein eigenes Zuhause. Seine Fledermaushütte, in die er hängen kann. Er hätte sich's verdient. Vor allen Dingen an der Seite von mir, wo man permanent mit dem Blut rechnen muss. Das Brot fresse ich ihm auch weg. Zu lachen hat er nichts. Zu lachen hat er nichts. Aber wer hat das schon an meiner Seite hier? Bei dem Spiel? Manchmal blitzt so mein Können auf, indem ich schon weit vorausschauend Monster töten kann. Aber das ist halt relativ selten. Deswegen komme ich oft in Bedrängnis. Wenn es dunkel wird oder ich in einer Mine bin und die Kerze ist an, das ist ja dann Special Effect, das ist ja Hollywood, großes Kino. Wo muss ich hin? Dort muss ich hin. Okay. Entzündete Leuchtfeuer. Mach ich gerne. Viel Leuchtfeuer. So. Immer mit der Ruhe. Da ist noch ein Leuchtfeuer. Da ist ein Zombie. Oder sollte ich einfach mehr davon ausgeben und schauen, was passiert? Vollkommen falsche Richtung. So, schauen wir mal. Ach Mann. Deswegen spiele ich auch gern Strategiespiele, denn da kann man nicht permanent falsch in der Gegend rumrennen. So, zwei Leuchtfeuer noch. Derzeit noch keinerlei Probleme. Das vorletzte Leuchtfeuer.
Ach ja. Das letzte Leuchtfeuer. Karl ist auch schwerst begeistert von mir. Finde den Tempel, der ferne Tempel. War es jetzt wieder alles retour? Oder kann ich da rüber? War ich da schon mal? Ich glaube, da war ich schon. Natürlich war ich da schon. Trotzdem, derzeit geht es recht gut. Jetzt entdecke, was macht das? Für jeden hundertsten erkundeten Block auf der Karte erhältst du... Ja. Sehr gut. Gesundheit kann nie schaden. Wieder in Minecraft Dungeons und im echten Leben. Das sind so die Weisheiten, die ich euch näher bringen kann. Achtet auf eure Gesundheit. Ja, das. Der Apokalypse. Aber, wie ihr seht, keine Chance. Vier Pfeile nur mehr. Das ist nicht viel. Karl an meiner Seite. In einsamen Nächten erzählen wir uns Witze. Geschichten von früher. Als wir uns kennengelernt haben. Als wir beide noch jung waren, Karl und ich, uns keine Gedanken machten über Creeper, Zombies und sonstige Ungereimtheiten in einem Leben voller Glück und Hoffnung. Doch dann, wie es oft so kommt im Leben, sprach eine Frauenstimme zu mir und sagte, ich bin der einzige Held auf der Welt, der irgendwen und irgendwas retten kann. Unbekümmert wie wir waren, Karl und ich, brachen wir auf in eine ungewisse Zukunft voller Blut, Wut, Hass und Verderben. War da nicht vorher irgendeine... Natürlich. Komm schon. Was gibt's zu holen? Langbogen 17 bis 51, Fernkampf haben stark aufgeladen, Fernkampfwaffe 10 bis... Mehrfach Schuss beschleunigen, Verzauberungen, Kraft gewöhnlich, plus 10% Schaden. Abgeschossene Pfeile erhalten gelegentlich den Durchbohren-Effekt, wodurch sie durch mehrere Kreaturen hindurchfliegen können. Ein Treffer bei einem Gegner kann ihn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Raserei versetzen, wodurch er alles und jeden um sich herum als Gegner ansieht. Solange er nicht mich als Gegner ansieht, ist alles okay. Ja, so. Weiter geht's, wir haben den Tempel noch nicht gefunden. Oh, eine Oase. Oh, ja. Man merkt doch gleich, dass der Bogen jetzt natürlich viel mehr Schaden anrichtet. Ach, so spielt sich's doch gleich viel angenehmer. Auch im einfachsten Schwierigkeitsgrad. Thank you.
Vielleicht sollte ich mein nächstes Let's Play, weiß ich nicht. Gibt's doch sicher irgendeinen Omnibus-Simulator. Oder. Telefonservice-Line, Hotline, Simulator. Oder einfach den allseits beliebten Mikado-Simulator. Singleplayer natürlich. Alle weg. Alle weg. Alle weg. Karl? Ja. Ach, wenn ich nicht Karl an meiner Seite hätte. Das Leben wäre nicht dasselbe. Es wäre langweilig. Es wäre traurig. Ich hätte niemanden zum Reden, Probleme besprechen. Karl kennt mich. Karl weiß. Er kann mir jeden Wunsch in meinen Augen ablesen. Manchmal vielleicht ein bisschen creepy erscheinen mag. Für manche. Da brauche ich Schlüssel. Okay. Ich habe keine Schlüssel. Karl? Karl, wo sind die Schlüssel? Bring mir die Schlüssel, Karl. Gut. Ich bin ja nur froh, dass mal eine freie Fläche da ist, ohne. Ja, 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 ja. Karl, pass auf. Naja, ihr seht, von Spieldurchgang zu Spieldurchgang wird meine Performance besser und besser. Oh, ein blauer Schlüssel. Ah. Na dann, würde ich sagen, gehen wir zum richtig gelben Schlüsselloch. Ja. So. Mein Schlüssel ist weg. Wo ist er hin? Schlüssel. Ach, darf ich? Okay. Naja, ich. Okay. Dann darf ich keinen Schaden nehmen, oder? Der lebt. Lebt der Schlüssel? Finde den goldenen Schlüssel. Ach. Ich hoffe, ihr habt es genauso lustig wie ich beim Zusehen meines, was auch immer das sein mag. Find the golden key. Find it for me. Yes. The Golden Key, eine mir scheint. Der goldene Schlüssel hängt an mir. Ich gebe ihn nicht wieder, denn er ist zu schwer. Entschuldigung. Ist das? Okay. Scheint Magenschmerzen zu haben da. Goldener Schlüssel. Naja. Karl? Karl? Ach,
das ist ein also das ist mein wahrer Held. Karl ist mein wahrer Held. Ich warte jetzt noch, bis meine Feuerwerksrakete da vollständig aufgeladen ist, dass ich da gleich ordentlich mit einem Bums. Schießen kann. Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich es erwartet. Den fernen Tempel muss ich finden. Ja, komm. Nicht dahinter verstecken und dann. So ein Scherz. Und darauf schießen natürlich nicht. Ist eine Söldnerrüstung. Karl, deiner. Karl? Ja. 24 Gesundheit, 35% Schadensverringerung, 20% Schadensverstärkungsaura für Waffen. 7 Rüstung, 9 Rüstung. Ich behalte mir mal die Kerze am Kopf. Und schau, wie es so geht. War ja mal nicht so schlecht diesmal. Wo muss ich hin? Dort muss ich hin, okay. Karl, ja. Ach Gott, eine leere Fläche. Eine leere Fläche. Das bedeutet nichts Gutes. Vor allen Dingen nichts Gutes für meine Gesundheit. Jawohl. Mhm. Kann schon wieder aufgehen. Tür auf. Gehe in den Tempel. Ach, das war's noch immer nicht. Ach Gott. Aber ich bin kein einziges Mal gestorben. Ihr seht. Ich bin lernfähig, oder? Es war jetzt nicht so schwer. Eins von beiden. Ein Schlückchen Wasser für mich. Ein Schlückchen Wasser für mich. Du hast den uralten Wüstentempel gefunden. Ja. Auf welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen? Keine Ahnung. Ich bin zurück im Lager, bin kein einziges Mal verreckt. Performance ist okay. Windhorn. Wenn das Windhorn durch die Wälder der Oberwelt tönt, erzittern die Kreaturen der Nacht vor Furcht. Okay. 45. Wird verwertet. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Klebe. Grabesfluch. Wird verwertet. 41 bis 11. Ach, egal. Ich noch. Ach, brauche ich nicht. So.
Was gibt's da noch? Beschleunigen 8% Erhöhung pro Schuss. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Überladung aufgeladener Schüsse verursachen mehr Schaden und stoßen Gegner weiter zurück. Wird er dann mehrfach Schuss? Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden 5 Pfeile auf einen Schlag. Ist doch okay. So, wir hätten da noch eins, das passt. Gut, meine Freunde, das war's dann wieder. Ich brauche wieder ein Päuschen, um meine Energie aufzuladen. Bin ja doch nicht mehr der Jüngste. Ich hoffe, euch gefällt. Ich wollte jetzt sagen, meine Performance, aber das Spiel generell. Wenn ja, liked meinen Kanal. Wenn nicht, liked meinen Kanal. Abonniert meinen Kanal. Wenn nicht, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann später. Tschüss.